Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der dem Titel der Aktuellen Stunde der SPD offen widersprechen würde. Rechtsextremismus in Hessen darf nicht verharmlost, sondern muss konsequent bekämpft werden. Wenn wir ein massives Problem mit rechtsradikalen Stimmungen und Gruppen sowie mit rechter Gewalt und rechtem Terror haben. Die Zeit ist kurz in dieser Aktuellen Stunde, aber ich muss einiges vor Augen führen. Bundesweit gibt es seit 1990 über 200 Tote durch rechte Gewalt. Wir haben das bis heute unfassbare Staatsversagen im NSU-Komplex. Wir haben seit 2015 einen Rechtsruck in der Gesellschaft, betrieben von der AfD als dem parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus mit explodierenden Zahlen. 84% aller politischen Straftaten sind rechte Straf- und Gewalttaten. Hinter den abstrakten Zahlen stehen Menschen, die Morddrohungen gegen sich und ihre Familien enthalten. Menschen, die völlig unvermittelt angegriffen werden, oder Menschen, die wie Walter Lübcke und die 9 Toten von Hanau aus purem Hass und Rassismus ermordet wurden. Wir fragen seit März 2019 bei der Landesregierung ständig an, wie viele Verfahren gibt es und wie wird das aufgeklärt? Das Problem: Es gibt seither so viele Straftaten und rechtsterroristische Verfahren, dass man kaum noch einen Überblick hat. Aber man kann sagen, der Erfolg und das Engagement des Innenministers bei rechten Straf- und Gewalttaten ist sehr übersichtlich. Natürlich erwarten wir alle zu Recht, dass die Behörden auf der Seite des Gesetzes und der Demokratie stehen, ohne Wenn und Aber. Doch seit 2015 sind bundesweit auch immer wieder Militär- und Polizeikräfte durch Nähe zu Rechtsradikalen und Neonazis aufgefallen. Es wurden Sprengstoff, Waffen und Munition gehortet, Anschlagspläne für einen Tag X ausgestellt. Immer wieder gibt es Meldungen über Neonazis in der Bundeswehr und bei der Polizei. Dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Und nun komme ich zum Thema Dummheit. Herr Heinz, ich habe das genau mitgeschrieben, was Sie gesagt haben. Sie haben als Erstes gesagt, Anlass, der keiner sei oder der keiner ist. Und da will ich Ihnen nur sagen, Sie tragen zur weiteren Verharmlosung dieser ganzen Situation bei. So. Wir haben in Hessen jetzt seit 2 Jahren Verfahren gegen Polizisten am Laufen, bei denen der Verdacht illegaler Datenabfragen und Zusammenarbeit mit Neonazis besteht. Aber seit 2 Jahren gibt es da keine Fortschritte und bei den Ermittlungen eher das Gegenteil. Was ist denn das, Herr Heinz? Ist das nur Dummheit? Frage ich an dieser Stelle. Dass auch bei weiteren illegalen Datenabfragen nicht einmal zeitnah die Beamten vernommen wurden, ist und bleibt ein Skandal, und das ist auch keine Dummheit, meine Damen und Herren. Und wenn nun der neu ernannte Landespolizeipräsident gegenüber der Presse die Aktivitäten von in rechtsextremen, rassistischen Chatgruppen aktiven Polizeibeamten als Dummheit verharmlost, dann schwächt er das Ansehen der ganzen hessischen Polizei und auch ihrer Bemühungen, sage ich mal an dieser Stelle, selbst wenn Sie sich mit ihm gemein machen in dieser Frage. So. Und deswegen sage ich Ihnen noch einmal, Dummheit im Umgang mit den sozialen Medien, auch ein Zitat aus Ihrer Rede, da sage ich nur dazu, Herr Heinz, Schweigen heißt Zustimmung, und Mitmachen zeigt nur die Gesinnung der Personen, die daran beteiligt waren. Und daran nützt es auch nichts und ändert es auch nichts, wenn in Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, weil die Chatgruppen, die WhatsApp-Gruppen ja keine öffentlichkeitswirksam erzeugt haben, sondern nur interne Personen untereinander sich ausgetauscht haben. Was ist denn das für ein Verständnis von rechtsextremer Tätigkeit, sage ich mal, sich allein und formal darauf zu berufen, wie Staatsanwaltschaften nach Gerichten, nach Gesetzen entscheiden, ohne zu betrachten, dass diese rechtsextremen Personen doch noch da sind, doch noch in der Organisation sind. Und das wird verharmlost und als Dummheit dargestellt. Und das werfe ich dem neuen Landespolizeipräsidenten vor. Deswegen, wir brauchen keine Verharmlosung rechter Aktivitäten in der Polizei.
Wir brauchen Ermittlungsergebnisse und ein konsequentes Vorgehen des Landespolizeipräsidenten, der Ermittlungsbehörden und des Innenministers. Vielen Dank.